Münte sagt ja, und zwar ganz rasch, und kriecht der Angie ganz tief in den Arsch. Hallaria, hallario, hallaria, hallario. Die Demo, sie lebt noch und geht auch noch weiter. Das findet so manchmal. 3. Juni. Magdeburger Montagsdemonstranten auf dem Weg nach Berlin. Zur bundesweiten Demonstration gegen die sogenannte Optimierung der Hartz-IV-Gesetze. Es sind ja so viel von Hartz-IV betroffen, dass wir noch mal mehr werden. Darauf wollen wir hoffen. Rund 20.000 sind gekommen, um gegen weitere Leistungskürzungen und noch mehr Druck auf Erwerbslose zu protestieren. Mit dabei Studenten aus Marburg. Auch Andreas Erhold ist gekommen. Initiator der Montagsdemonstrationen 2004. Also das Wasser steht den Leuten schon bis zur Unterlippe. Also schon höher wie bis zum Hals. Und diese Optimierung, die eigentlich eine Verschärfung von Strafmaßnahmen ist, trägt ja nicht dazu bei, dass die Leute friedvoller werden. Es geht ja wirklich um Existenzen. Es kann nicht sein, dass Leute zur Arbeit gezwungen werden, ohne zu wissen, dass man davon existieren kann. Ich habe immer gesagt, wenn ich arbeiten gehe, dann muss ich meine Kosten bestreiten können und mein Kühlschrank muss voll sein. Wir arbeiten mit den Arbeitslosenverbänden zusammen. Das kann ich schon sagen. Und die unterstützen uns in unseren Aktionen und wir versuchen, die in deren Aktionen auch zu unterstützen. Wie empfindet ihr jetzt die Demo hier? Zu friedlich. Ja, zu friedlich und zu lahm und zu langweilig. Die ganzen Leute rufen alle nur und es passiert nichts. Aber es muss wirklich was passieren, wie in Frankreich. Weil sonst bringt das alles nichts. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. So wie ich mir das vorstelle, wird das Volk eines Tages ins Laufen kommen. Und dann wird es auch nicht mehr Halt vor dem Bundestag oder vor irgendwelchen Parlamenten machen. Freiwillig werden diese Mächtigen nichts geben. Weder ein Stückchen von ihrer Macht noch ein Stückchen von ihrem Geld. Wir sind Parasiten, ja. Weil wir keine Arbeit haben und alle das Hartz IV missbrauchen. Das ist denn die Wahrheit? Nein, das ist nicht die Wahrheit. Mit 55 kriegst du keine Arbeit, du kriegst nicht mal ein Arbeitsangebot. Wir werden aussortiert. Wir werden von staatlicher Seite aussortiert. Das reicht doch wohl, nicht? Deswegen stehen wir hier, um wenigstens etwas zu tun. Wir müssen aufstehen, wir können uns das nicht mehr gefallen lassen. So geht das nicht mehr weiter. Wir müssen eine andere Politik hier in Deutschland kriegen, damit auch wir wieder mit der Arbeit bedacht werden. Ich als Überflüssige, ich zähle ja nicht mehr und da muss ich ja kämpfen. Wenn man das mal beobachtet im Fernsehen, wie die Politiker auftreten, so viel Hass, das ist schon richtig nicht mehr normal. Und auch die Aggressivität unter den einfachen Leuten wird mehr. Weil wenn du alles weggenommen kriegst und nichts mehr zu verlieren hast, dann hilfst du dir selber. Die Leute werden krank, die werden seelisch krank über die Jahre. Ich bin durch Insolvenz arbeitslos geworden vor 5 Jahren. Ich werde 49 Jahre alt. Ich finde nichts. Das ist übrigens. Ich bin ein Parasit. Das ist übrigens der Titel, den uns Herr Clement verliehen hat im letzten Jahr in seiner Broschüre. Den Titel des Parasiten, den man am besten ausrotten sollte. Ne? Man stellt uns unter Generalverdacht. Ja. Hatten wir ganz automatisch. Das hatten wir alle schon mal, ja. Die Zeiten sind schon wieder da. Wir wissen es nur noch nicht.